Unser Kollege Klaus Ernst. Bitte schön, Kollege Klaus Ernst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident, es ist natürlich schon bemerkenswert, dass ich hier zwei Parteien, die sich eigentlich bei sehr vielen Aktionen in den letzten 8 Jahren, die ich hier im Bundestag erlebt habe, im Prinzip einig waren. Jetzt streiten wir aber eigentlich das Schlimmere. Das ist zumindest ein wenig bemerkenswert. Ich möchte einfach noch mal feststellen zu Ihnen, Frau von der Leyen, das, was Sie eigentlich erreichen wollten und was erreicht werden sollte, mehr Beschäftigung in Deutschland haben Sie nicht erreicht, weil ausschlaggebend ist nicht, ob man mehr Leute im Niedriglohnbereich haben, da haben wir natürlich einen Zuwachs, ob man mehr Leute in befristeter Beschäftigung haben, da haben wir auch einen Zuwachs, sondern das eigentliche, wirkliche Maß ist die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden. Und die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden in der Bundesrepublik Deutschland hat nicht zugenommen, trotz der Deregulierung am Arbeitsmarkt. Das müssen Sie einfach nüchtern zur Kenntnis nehmen, Frau von der Leyen. Die Arbeit ist billiger geworden, die Arbeit ist unsicherer geworden und die Arbeitsverhältnisse haben sich für viele Menschen dramatisch verschlechtert. Ich möchte hier heute vor allen Dingen noch mal zu auch einem Antrag legen, der hier vorliegt, nämlich zu dem Mindestlohn. Wir hätten heute gemeinsam, auch Sie von den Regierungsfraktionen, wir hätten heute die Chance, eine riesige Ungerechtigkeit in diesem Lande zu beseitigen. Und um was geht es? Es geht schlichtweg um die Einhaltung unserer Verfassung. Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Es gehört zur Würde, meine Damen und Herren, dass Menschen, die Vollzeit beschäftigt sind, von dieser Arbeit leben können und nicht hinterher zum Amt gehen müssen, weil ihnen das Geld nicht reicht. Das hat mit unserer Verfassung nichts mehr zu tun, meine Damen und Herren. Und ich sage, wenn einer 3 oder 4 oder 5 Euro verdient, übrigens, Frau von der Leyen, insbesondere Frauen, mich freut ja Ihr Engagement, da haben wir Sie ja unterstützt, da ist ja Ihre eigene Partei von der Fahne gegangen. Wir haben Sie ja unterstützt bei der Frage, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen brauchen. Aber wo bitte ist Ihr Engagement für die vielen Frauen, und es sind überwiegend Frauen, die zu niedrigsten Löhnen in diesem Land arbeiten müssen? Da versagen Sie vollkommen, Frau von der Leyen. Null Engagement, null von Ihnen in dieser Frage gehört. Und ich möchte Ihnen noch mal sagen, Sie haben einen Eid auf die Verfassung geleistet und nicht auf das Programm der Arbeitgeberverbände, die eigentlich die Mindestlöhne verhindern wollen. Das möchte ich Ihnen auch mit aller Klarheit sagen. Sie regieren in dieser Frage, was die Mindestlöhne angeht, gegen das Volk. Die Mehrheit will Mindestlöhne. 86% der Bürgerinnen und Bürger laut Emnet, übrigens auch von Ihrer Partei. Auch die Mehrheit der SPD-Wähler ist für einen Mindestlohn. Und ich garantiere Ihnen, Sie werden in dieser Frage schneller nach rückwärts laufen, wie Sie nach rückwärts gucken können, weil Sie eine Mehrheit in diesem Lande gegen Sie haben. Und das werden Sie auch noch merken, auch bei den Wahlen. Ich hoffe das sehr. Übrigens auch die Selbstständigen, Herr Brüderle, auch die Selbstständigen sind für die Einführung ihres Mindestlohns. Ihr Klientel ist weiter, als Sie selber in dieser Frage sind. Sie haben sich auf die Fahne geschrieben, Leistung soll sich lohnen. Ich frage, lohnt sich denn tatsächlich eine Leistung bei 3 oder 4 Euro? Wenn man trotzdem zum Amt gehen muss, lohnt sich diese Leistung nicht. Ein Viertel der Beschäftigten sind Niedriglöhner. 1,4 Millionen verdienen weniger als 5 Euro Stunden. Die Zahlen haben wir hier des Öfteren diskutiert. Lohnt sich denn tatsächlich die Leistung eines Rettungssanitäters? Das sind die, die uns von der Straße holen, wenn uns was passiert, wenn der einen Lohn unter 9 Euro kriegt, ist das tatsächlich eine Leistung, die dem angemessen ist, was dieser Mensch macht? Ich sage, die Mehrheit der Menschen ist für einen vernünftigen Mindestlohn, weil Mindestlohn was mit Gerechtigkeit zu tun hat. Und wer Mindestlohn ablehnt, wie Sie das tun, hat mit der Mehrheitsmeinung in diesem Land, mit dem Gerechtigkeitsempfinden der Bürger und Bürger nichts mehr am Hut. Das mit aller Klarheit. Sie werden nicht müde, negative Beschäftigungswirkungen zu konstatieren bei der Einführung eines Mindestlohns. Es gibt keine einzige Studie, keine einzige, weltweit, keine einzige Studie, die Ihnen in Ihrer Position recht gibt. Ich möchte bitte schön gerne mal wissen, wo haben Sie diesen Unfug eigentlich her? Die Realität ist ganz anders, selbst in England, wo der Mindestlohn schon seit Jahren gilt, sagen selbst die Unternehmerverbände keine negativen Auswirkungen. Dann nehmen Sie gern das Argument nach in Frankreich und dann sagen Sie, dort wäre die Jugendarbeitslosigkeit so hoch, weil wir einen Mindestlohn dort hätten.
Ja, meine Damen und Herren, wissen Sie, was das Problem ist? Ich glaube, durch das Lohndumping in der Bundesrepublik, durch das, dass wir keine Mindestlöhne haben, durch das, dass wir sinkende Löhne, insbesondere bei Niedriglöhnen haben, haben wir auch das Problem, das die Franzosen und andere haben, bei ihrer Arbeitslosigkeit mitverursacht. Und deshalb müssen wir auch im internationalen Gedanken einen Mindestlohn bei uns einführen, meine Damen und Herren. Und weil ich mich ja immer freue, wenn Sie sich so aufregen, wollte ich natürlich auch noch was zur Tarifautonomie sagen. Also wenn Sie sich zum Schutzpatron in dieser Frage der Tarifautonomie machen, das ist ja wirklich interessant. Ich kann mich noch an Ihre Vorschläge erinnern, das Streikrecht einzuschränken. Ja, hat es die Tarifautonomie gefördert oder hat es die Tarifautonomie eher behindert? Ich kann mich noch an Rogowski erinnern, den Arbeitgeberpräsidenten. Der war eh Ihrem Lager bei weitem näher als jedem anderen hier im Haus. Der wollte Tarifverträge verbrennen und Sie machen sich zum Schutzpatron von Tarifverträgen. Da konnte ich nicht mal mehr drüber lachen, meine Damen und Herren. Das glaubt Ihnen doch kein Mensch. Und ich sage Ihnen, wenn Sie dann argumentieren, dass letztendlich die Tarifautonomie eingeschränkt werden würde, wenn wir Mindestlöhne auf einem unteren Level festlegen. Ja, meine Damen und Herren, merkwürdigerweise sind die Gewerkschaften selber, also die Träger dieser Tarifautonomie, selber dafür, dass die Mindestlöhne eingeführt wird. Sie sehen also keinen Versuch darin, die Tarifautonomie einzuschränken, aber Sie tun das. Glauben Sie nicht, dass die Gewerkschaften selber wissen, was für ihren Job wichtiger ist? Glauben Sie wirklich, sie brauchen Sie dazu? Glauben Sie wirklich, die Gewerkschaften brauchen den Rat der FDP, wie Tarifautonomie zu verteidigen ist? Wissen Sie, das wäre genauso, als wenn der FC Bayern ihren Rat brauchen würde, wie er bessere Tore schießt. Die braucht er überhaupt nicht. Und genauso wenig, meine Damen und Herren, brauchen wir Ihren Rat als Gewerkschaften, wie man Tarifverträge verteidigt. Weil ich sage Ihnen, Sie haben mit Tarifautonomie eigentlich nichts am Hut. Wenn Sie für Tarifautonomie wären, im Kern Ihrer Gedanken, dann würden Sie dazu beitragen, dass Tarifautonomie gestärkt wird. Was müssen Sie dann machen? Dann müssen Sie dafür sorgen, dass wir starke Gewerkschaften haben, die sich für höhere Löhne einsetzen. Ja, ist das Ihre Position? Das würde mich wundern. Seit wann ist die FDP für starke Gewerkschaften? Sie müssen für eine Ausweitung des Streikrechts eintreten, weil eine starke Streikrecht die Voraussetzung dafür ist, dass Gewerkschaften ihre Tarifautonomie auch durchführen können. Sie sind doch mit Ihrer Politik mitverantwortlich, dass es nur noch zwei Länder gibt in dieser Welt, wo weniger gestreikt wird als in der Bundesrepublik. Das ist die Schweiz und der Vatikanstaat. Da können Sie stolz drauf sein. Und darum sage ich, meine Damen und Herren, wenn Sie sich um die Tarifautonomie kümmern, da habe ich immer so meine leichten Bedenken. Durch die Politik, die wir heute auch hier diskutieren, sind die Gewerkschaften nachhaltig geschwächt worden. Das war die Einführung von Hartz natürlich, weil die Leute Angst haben vor Arbeitslosigkeit und natürlich das die Kampfkraft der Gewerkschaft nicht stärkt. Das war die Deregulierung der Arbeit. Das war die Tatsache der befristeten Beschäftigten. Das ist die Tatsache der Leiharbeit. Das ist auch die Tatsache der Werkverträge, Frau von der Leyen. Und wenn Sie hier immer die Gewerkschaften sozusagen in die Pflicht nehmen, das vernünftig zu regeln und gleichzeitig aber nichts dagegen tun, dass Leiharbeit wieder beschränkt wird, dass befristete Beschäftigung eingedämmt wird, dass dieser Zwang, jede Arbeit, egal wie sie bezahlt wird, anzunehmen, wenn das so bleibt, dann schwächen Sie die Gewerkschaften. Und deshalb traue ich Ihnen beiden nicht über den Weg, wenn Sie die Tarifautonomie verteidigen. Sie werden es mir nachsehen. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass wir trotz Tarifverträge niedrige Löhne haben. Fleischerhandwerk 6,19 Euro, Floristik 5,26 Euro, Garten- und Landschaftsbau im Westen 6,25 Euro, trotz Tarifverträge. Warum? Da können Sie auf die bösen Gewerkschaften schimpfen, die haben das abgeschlossen. Warum? Weil natürlich die Voraussetzung ist, dass man einen vernünftigen Tarifvertrag durchsetzt, dass man auch eine Stärke hat, dass man auch streiken kann. Sonst ist Tarifverhandlung kollektives Betteln. Ich habe das oft erlebt. Und deshalb sage ich Ihnen, meine Damen und Herren, wir müssen alles tun, wenn wir das Streikrecht sozusagen, die Tarifautonomie, da gehört Streikrecht dazu, verteidigen wollen, diese Gesetze zu ändern. Und das tun wir leider nicht. Ihre Politik ging in die Richtung, Gewerkschaften schwächen, Löhne sinken und dann sollen es die Gewerkschaften wieder richten im Streikrecht und Tarifautonomie. Das haut nicht hin. Meine Damen und Herren, das, was Sie eigentlich tun, ist, dass Sie Niedriglöhne verteidigen. Und damit sind Sie mitverantwortlich für die Löhne, und zwar seit Jahren, von denen Leute nicht mehr leben können. Sie als Parteien, Sie mit Ihrer Haltung, Mindestlöhne zu verhindern. Heute hätten wir die Möglichkeit, das zu korrigieren und das zu ändern.
Meine Damen und Herren, ich komme aber nicht umhin, auch noch einmal anzusprechen, warum das Problem überhaupt vorhanden ist. Kanzler Schröder hat ja nun explizit gesagt, er möchte die Einführung eines Mindestlohns und hat sich dafür selber gelobt. Und er wird ja heute auch noch kräftig von der SPD dafür auf den Sockel gestellt. Meine Damen und Herren, dann wird immer behauptet, die SPD hätte damit den Mindestlohn nicht eingeführt, weil die Gewerkschaften dagegen gewesen wären. Das ist eine interessante Argumentation. Die Gewerkschaften waren ja auch gegen die Agenda, und das haben sie trotzdem gemacht. Die Gewerkschaften waren auch gegen die Rente mit 67, das habt ihr trotzdem gemacht. Die Gewerkschaften waren gegen die Deregulierung des Arbeitsmarktes, das habt ihr trotzdem gemacht. Also zu sagen, die Gewerkschaften waren schuld, dass ihr den Mindestlohn nicht eingeführt habt, das ist wirklich pure Heuchelei. Ich bin trotzdem froh, dass Sie zumindest in dieser Frage auf den Pfad der Tugend zurückgekommen sind. Und deshalb werden wir dem Antrag der Einführung eines Mindestlohns zustimmen, auch wenn ich sage, die Höhe stimmt nicht. 8,50 € ist zu wenig. Wir machen mit 8,50 € einen Lohn zulasten Dritter. Jeder, der diesen Lohn sein ganzes Leben bekommt, ist hinterher im Alter Aufstocker. Er braucht Grundsicherung im Alter, und das wollen wir nicht. Deshalb sind wir für 10 Euro. Danke fürs Zuhören. Nächster Redner in unserer Aussprache für die Fraktion der